Moin zusammen und herzlich willkommen zum nächsten Part von The Forest. Zusammen mit Rumatra, liebe Freunde, werden wir heute versuchen, die Taucherrüstung zu besorgen und weitere Höhlen zu erkunden. Also auf geht's, let's go. Wenn euch das Ganze gefällt, haut gerne ein Abo raus und aktiviert die Glocke hier auf dem Variety Time Kanal, denn hier wird es solche Projekte öfters in Zukunft geben. Und auf geht's. So, Rumatra, dann würde ich sagen, lass uns mal auf den Weg direkt machen. Alter, die Machete one-hitted die Gebüsche. Ist Rumatra gemutet? Nein, ich bin nur gerade die Machete one-hitted die Gebüsche. Ja, da kann ich einen One-Hit mit Stöcker holen. Voll geil. Ich bin schon unten am Fluss, ne? Du rennst schon los? Oh. Bam. Ich hab Nickel getötet. Bam. Warte, ich komm. Warte, ich nehm ein bisschen Fleisch mit. Sekunde. Bisschen Dried Flesh. Das ist doch kein Tennisschläger, sondern... Na klar, das ist ein Tennisschläger. Steht sogar hier, Tennisracket. Also wir müssen die Stelle finden, wo dieser riesige See ist. Da ungefähr irgendwo ist diese Höhle. Dann werden wir die auch ganz easy finden, die Taucherrüstung. Ich weiß auch ungefähr, wo der große See ist. Okay. Also es gibt vier Wege, glaube ich, in diese Höhle reinzukommen. Man kann einmal reintauchen. Ich glaube, das ist jetzt nicht der klügste Weg für uns. Nein. Und dann gibt es noch drei solche Eingänge. Es gibt einmal zwei, glaube ich, wo man über einen Seil reingeht. Und einen, wo man durch eine Spalte reingeht. Okay. Ja, wir werden es schon finden. Ja, wo die Spalte ist, das weiß ich, glaube ich, sogar ungefähr. Da müssen wir nur die Stelle finden. Oh, da läuft ein Uga-Ager. Anführer Uga-Aga. Oh, scheiße. Mit der Machete bin ich schnell und wendig und dynamisch unterwegs. Ich bin mit meinem Katana eigentlich auch sehr zufrieden, muss ich sagen. Ich bin mit der Machete sehr zufrieden. Das ist ja gut, dass wir dann zwei unterschiedliche Spielstile haben. Ja. Du nimmst das Katana und ich die Machete. Damit kann ich halt sauschnell zuhacken. Wollte auch nochmal zweimal draufhauen, so wie du es gemacht hast. Hm. Oh oh! So einer? Hä, der hängt da hinten fest? Ja, lass ihn mal töten für gratis Rüstungsteil. Ich hab gedacht, die spielen hier irgendwie so ein Trommelritual. Arschbacken-Klaus! Junge, ey, der hat mich in die Luft gekickt! Oh shit. Ach, der Wichser, Alter. Der kickt mich die ganze Zeit. Komm, schlag ihn. Oh mein Gott, Alter. Das hat sich gar nicht gelohnt, den zu fighten. Mann, hat der einen Booty gehabt. Ja, scheiße, mir fehlt jetzt ein Rüstungsteil. Ja, mach doch Knochen schnell noch. Ja, aus den da hinten könnte ich noch machen. Nee, lass erstmal in die Höhle rein. Ja, wir müssen dann hier lang, glaube ich, jetzt. Komm mal mit. Warte. Google Dandy, Dankeschön für 13 Monate. Liebe geht raus. Oh, was gefuttert.
Also, wir gehen jetzt mal hier runter. Ist hier schon mehr? Aha. Was haben wir im Arm? Ist die Rüstung. Ja, hier ist das riesige Loch, okay. Dann ja, G-Time auch. Weiter. Wir müssen diesen riesen See finden, wo diese zwei Gestelle von denen sind. Riesensee mit Doppelgestell. Mhm. Der müsste irgendwo hier in diesem Wald sein. Ja, das ist ein kleiner See. Warte mal, hier ist der, glaube ich. Ja, das ist der. So, und hier gibt es nämlich einen Taucheingang in die Höhle. Ja, das, aber das heißt, dass hier in der Nähe muss auch irgendwo der... Genau, hier muss jetzt auch der Eingang sein, den ich suche. Oh, warte mal, hier sind Bären. Wieder futtern. Oh, wollte man sich nicht immer schön vollhalten? So, und wir müssen jetzt mal gucken. Hier sind erstmal Zelte. Und ich glaube, hier ist auch gleich eine Spalte, wo wir dann reingehen können. Hier gibt's Pfeile. Wo? Ah, es gibt auch noch im Spiel, glaube ich, sogar einen besseren Bogen, meine ich, von damals noch zu kennen. So ein Jagdbogen, weißt du? Alter, die sehen alle so abgeschlachtet aus, hier krank. All das Geld bringt ihnen auch nichts. Ne, das denke ich auch nicht. Ich guck gerade. Musst du auch immer den zweiten Teil zocken? Nee. Ich werde nur den ersten spielen, den zweiten dann nicht. Hm. Doch, klar. Dann noch den zweiten Teil spielen. Wir sind auf LAN-Party, dann werden wir da durchrushen und ganz wenig Spaß haben. Wie durchrushen? Nicht. Sind wir noch beim See? Ja, ja, nee, der ist hier. Der ist rechts von uns irgendwo, aber. Ich versuche gerade hier. Es gibt so eine Steinwand, die müsste hier in der Nähe eigentlich sein. Und da ist dann die Spalte mit dem Eingang. Ganz viele Uga-Aga. Scheiße. Brauchst du Hilfe? Ich komme. Oh, keine Ausdauer mehr. Bin gleich da. Ach, Scheiße. Einer ist, glaube ich, abgehauen. Jetzt reicht's mir. Also hier hinten ist der Eingang, aber... Ist ja, das ja, das ist... Höhle? Nein. Also das könnte sein, dass die mit der connected ist, das weiß ich nicht. Das ist aber nicht der Eingang, den ich im Wiki da gesehen habe.
Der muss woanders sein. Ich guck mich gerade mal hier so ein bisschen um. In der Umgebung. Der hat nicht friedlich geschaut, Alter. Der Typ hat übelst wie der Psycho reingeschaut. Der hatte leere Augen und einen offenen Mund und hat mich angeschrien. Ist nirgendwo was, ey. Das ist das Lager, ne? Hier waren wir ja vorhin. Mal umschauen, ob hier vielleicht dieser Seilabgang ist. Ja, ich bin auch am Suchen. Ich habe hier einen Eingang zu einer Höhle gefunden. Okay, warte. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das der ist, den wir brauchen. Hier ist ein Seil, hier ist ein Abgang mit einem Seil. Ich glaube, das ist der sogar, den ich habe. Da waren wir auf gar keinen Fall drinne bis jetzt hier. Okay, du bist aber jetzt ein ganz Stückchen weg vom See, ne? Bist du direkt am See oder was? Na, ich glaube, ich bin näher am See als du. Aber ich komme gerne zu dir. Aber ich glaube, da wo ich gerade war, da kamen wir auch schon mal raus. Ich glaube, wir gehen bei dir rein. Okay, dann bleibe ich jetzt direkt hier. Kannst du ja schon mal so ein Ding bauen, so ein. Wie baut man das denn? Also mit B, ne? Auf B, ja, mit B. Sind hier noch irgendwo Blaubeeren? Ja, hier sind direkt welche. So, und hier ist der Eingang. Dann lass es uns tun. Nee, hier waren wir, glaube ich, noch nicht. Nee, hier waren wir noch nicht. Lass hier aber alles ganz genau untersuchen. Mhm. Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach hier an diesem Weg an. Ah, hier geht's durch. Ne, hier geht's durch bei mir. Das habe ich mir gestern im Video noch gesehen. Warte, ich habe hier was gefunden von der Figur. Bei mir. Komm. Hey, ich habe die fast komplett. Mir fehlt nur noch der Kopf. Voll die Haarspray-Dosen, viele. Mir fehlt der linke Arm, den habe ich irgendwo übersehen. Naja, scheiß drauf. Hier liegt auch noch was. Eine Zeichnung von Timmy. Warte kurz. Ach, du willst ja nur Leuchtdings werfen.
Hinter dir. Hinter dir. Digga, die Machete ist aber geisteskrank. Die verbraucht halt kaum Ausdauer. Du kannst mit der so raufhacken auf die. Hier geht's noch weiter runter. Aber lass uns mal hier erstmal umgucken. Hände? Dann müssen wir wohl runter. Hier ist ein Outfit. Na, scheiß drauf, ich kann gar nicht mehr, ich kann gar kein Outfit mehr tragen. Das verstehe ich nicht. Wieso haben wir ein Outfit-Limit im Inventar? Willst du jetzt weiter runter oder wollen wir erstmal hier oben bleiben und noch den Rest erkunden? Was gibt's denn hier oben noch? Ja, da waren ja noch andere Richtungen, aber wir können auch erstmal runtergehen. Noch weiter runter. Also hier hört man schon sehr viel Wasser. Das ist vielleicht ein gutes Zeichen. Ja, hier ist es. Hier links. Ja. Einmal Tauchausrüstung. Wir haben sie. Gibt's noch eine Taucherbrille? Ich glaube, die ist automatisch dran. Nee, ist sie nicht. Ich sehe immer noch sehr verschwommen. Ja. Aber gut genug, würde ich sagen. Ich denke mal, die findet man woanders, ne? Echt? Gibt's eine Taucherbrille? Ja, ja, die, also Leute schreiben, sollen wir uns sagen lassen, wo die ist? Ja, scheiß drauf, wir holen uns. Ja, Leute, sagt, wo die Taucherbrille ist, let's go. Also hier soll's auch noch einen Bogen geben. In der Höhle? Ja, wenn wir lange tauchen. Die ist schon dran. Du Scheiße. Wie nutzt man die denn? Nicht. Ich glaube, die haben wir schon automatisch an. Ist halt einfach scheiße. Das ist so gewollt, dass man so verschwommen sieht. Was eine Kacke. Ich denke, den Bogen gibt's da hinten. Wo? Da. In die Richtung, wenn wir da jetzt weiter tauchen. Dann lass uns weiter tauchen. Ja, warte. Man muss das außerhalb vom Wasser anziehen. Ich finde das auch nicht unbedingt geil, dass man so verschwommen sieht. Bogen ist das schwierigste Item zu holen, schreibt einer bei mir. Okay. Oh, wir können uns auch kurz die Karte holen. Wir sollten uns erstmal aufwärmen auch, ne? Oh, guck mal. Was ist denn hier? Ach ey, und daraus kommt ein Brummen. Bist du sicher, dass du da rein willst, Rumatra? Ich bin schon drin. Ach du Scheiße. Das ist neu, das habe ich noch nicht gekannt. Wollen wir uns kurz aufwärmen, dass wir keinen Kälteschaden kriegen? Ich habe mich mit der Fackel immer, wärme ich mich auf. Nee, wir wollen keine Hilfe, außer G-Time und ich sagen,
Hier ist wieder eine Bibel. In den Chat, wie wir XY finden. Und sonst also nicht einfach irgendwie Scheiß in den Chat schreiben. Das wäre übel assi. Nur sagen, wo wir Sachen finden, wenn wir explizit danach fragen. Wo ist die Bibel? Sag mal. Ah, hab sie. Rostige Axt gesammelt hier. Sag mal. Oh, die habe ich auch. Sag mal. Ja, okay, cool. Ich denke mal, hier wird der Bogen irgendwie sein. Hier muss man bestimmt runtertauchen. Hier sind so Bibeln im Wasser. Was weten die Jungs hier eigentlich an und gibt's hier noch was? Und wieso sind die alle tot? Das verstehe ich nicht. Kann man hier irgendwo speichern? Wenn sind wir jetzt die beim Anbeten gestorben? Ich brate mir noch einen Hasen. Brat dir mal einen Hasen. Weißt du was? Dann tue ich mir da auch was drauf. Nein, du hast meinen gesnackt, Alter. Dein Hase liegt da doch noch. Du Assi. Hm, da darfst du meinen Hasen haben. Da. Okay, dann esse ich deinen Hasen. Ja, okay, dann lass uns mal tauchen eine Runde, ne? Ja, willst du den Bogen versuchen zu holen? Ist der denn hier sicher? Ja, wahrscheinlich. Die haben ja gesagt, im Loch. Hm. Also wir müssen hier ja eh durchtauchen. Geht's da unten nicht noch weiter? Weiß ich nicht, ich glaube nicht. Das Game ist ja schon recht linear aufgebaut. Wir können ja kurz fragen, ob die ja. Wollen wir fragen, ob der in der Höhle ist, der Bogen? Ja, können wir machen. Also die Leute meinten beim Loch. Ich weiß halt nicht, was das Loch heißt. Das Loch. Ja, das Loch ist doch offensichtlich, was das Loch ist, oder? Ja, ich weiß nicht, ob die das Loch meinen, wo man in der Mitte dann runtertaucht, wo wir gestern waren. Der Bogen ist ganz woanders. Okay, dann raus hier. Das war auch schon alles. Fertig. Vielen Dank, Chat. Jetzt bitte nicht reinschreiben, wie der Endboss aussieht und was er macht. Ja, es schreibt schon einer, es gibt ein riesiges Loch auf der Karte. Ich denke mal, da müssen wir da in der Mitte runtertauchen. Wo ich gestern rein bin, wo es so dunkel war, weißt du? Ja. Oh, hier oben ist noch Stuff. Noch ein Bildchen. Wieder tauchen. Ja. Ach du Scheiße, hier ist so eine enge Spalte, durch die man durchtauchen muss. Na, kommen wir bestimmt oben bei dem Dings raus. Ja.
bisschen anwärmen. Penne ich? Nee. Ja, Enten. Süß. Okay, wollen wir uns direkt ins Loch aufgeben oder was ist der Plan? Könnten wir machen. Welche Höhle war das denn gestern? War das die Höhle nicht, wo wir da Richtung Schneebiom gegangen sind, bei diesem Fischerdorf? Ja, ne? Wie die uns ins Loch geführt hat. Ja, müsste... Oder war es die hier da hinten? Wir haben zwei Höhlen... Nee, wir haben jetzt... Das war die, die Richtung Schneebiom lag. Da, in die Richtung müsste sicher? Die sein. Ja, okay. Ja, wir sind da, überleg mal, wie lange wir zurückgelaufen sind, wegen noch Speichern und so. Das sind keine Blaubeeren. Ja, dann wird es die markierte da hinten sein, ne? Ja, weil die hier ist hier vorne, die da hinten wird das sein. Nee, wir haben da hinten keine markiert. Das muss die hier links sein. Die uns ins Loch geführt hat? Nein. Wir sind... Warte, sicher? Komm mal mit. Ich glaube, wir haben die vergessen zu markieren. Guck mal, wir sind doch gestern da hinten rumgelaufen bei dem Fischerdorf und da kamen doch dann die Wildschweine. Dann sind wir da irgendwie hoch und dann wieder zurück und haben dann hier vorne diese Höhle gefunden. Da ist doch das Mangrovending auch, wo die Krokodile sind. Ich bin mir ziemlich sicher. Okay, von mir aus. Ich kann mich nicht daran erinnern, eine Höhle nicht markiert zu haben. Aber vielleicht verschwinden die Markierungen auch. Weil eigentlich müssten drei Markierungen da sein. Also ich bin mir auch ziemlich sicher, dass diese Höhle, die da markiert ist, dass die ist, wo wir ins große Loch gekommen sind mit. Wo? Welche markiert? Da, wo du gerade drauf zuläufst? Ja. Ah, die hatte ich gar nicht gesehen. What the fuck? Die Markierungen, die wurden mir jetzt erst angezeigt, die Markierung. Okay. Aber ja, das kann sehr gut sein. Aus der sind wir dann rausgekommen und extrem weit zurückgelaufen durch den See und alles. Das fing doch an mit den Beinen oder so, die da am Anfang hingen. Ja, das ist die. Ja, okay, dann let's go. Hoffentlich müssen wir nicht alle Mutanten nochmal töten. Wir beide nicht runtergehen. Nee, ich hab geguckt, ob da was ist. Ich sag dir das so, wie es ist. Geh davon aus, dass hier alles wieder voll mit Gegnern sein wird. Aber war hier nicht schon der erste Mutant? Hier hinter war der erste Gegner, aber hier ist keiner, ne? Ne, der war davor noch. Ich glaube, der war hier. Ich glaube, in der Ebene war der erste Mutant. Okay. Der fehlt einfach. Ja gut, dann runter hier, ne? Ja. Schön nacheinander und nicht runterfallen diesmal. Rein ins Loch, Leute. Wow. Ich sag's dir so, wie es ist. Ich kletter runter. Ich mach das nicht mit diesem, Rutschen, weil dann jumpt der, glaube ich, so ein Stück nach hinten immer. Ja,